Die Hamburger Energiewerke haben heute ihr Jahresergebnis für 2022 vorgestellt. Der Gewinn beträgt knapp 70 Millionen Euro. Mit dem Ergebnis ist man vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und der drohenden Gasmangellage zufrieden. 2022 war ein herausforderndes Jahr für den Energiemarkt. Der anhaltende Ukraine-Krieg, Angst vor einer Gasmangellage und explodierender Strompreise dominierten den Markt. Dies alles wird auch noch vom Erreichen der Klimaziele erschwert. Die Hamburger Energiewerke wollen nun 1,9 Milliarden Euro bis 2027 in die Energie- und Wärmewende investieren. Dazu brauchen wir Wärmepumpen, und zwar Flusswasserwärmepumpen. Wir haben mit der Stadtentwässerung zusammen haben wir ein großes Projekt der Abwasserwärmepumpen, wo wir das Abwasser Hamburgs dem Abwasser die Wärme entziehen. Wir haben mit der Stadtreinigung, mit dem Rogenberger Damm, eine Abgasreinigungsanlage, der wir die Wärme entziehen, noch im Schornstein. Und wir haben diverse andere Projekte in der Dradenau mit einer Power-to-Heat-Anlage, die in Wedel jetzt gerade in Betrieb genommen ist. Und diese Power-to-Heat-Anlage nimmt den abgeregelten Strom aus Schleswig-Holstein und macht daraus warmes Wasser für die Stadt in Hamburg. Mit diesen ganzen Projekten soll die klimaschädliche Kohle abgeschafft werden. Die Kohlekraftwerke Wedel und Tiefstack sollen abgelöst werden. Hamburg soll so viel erneuerbare Energien bekommen, sodass man kaum noch Gas einsetzen muss. Umweltsenator Jens Kerstan hat einen klaren Appell an die Hamburger Bevölkerung. Auf keinen Fall neue Gas- oder Ölheizungen zu kaufen. Das ist ein wirklich teurer Irrglaube, eine Sackgasse, eine Fata Morgana, die da von manchen Parteien aus parteitaktischen und wahltaktischen Gründen an die Wand gemalt wird. Entweder sich an die Fernwärme anschließen, wenn sie kommt, oder eben auf Wärmepumpen zu setzen oder sich im eigenen Quartier oder im eigenen Haus gemeinschaftlich auf eine einheitliche Wärmeversorgung zu einigen, die dann eben auch erneuerbar betrieben werden kann. Das wird gefördert vom Bund. Bis spätestens 2030 wird die Hamburger Stadtwärme kohlefrei sein. Und bis 2045 100% klimaneutral.